Probetake, Probetake, Excellent. excellent. Hier ist wieder euer Aquarianer. Diesmal gibt es ein Kurzvideo, wie ich euch zeige, wie ich einige Dinge aus dem Ozean in mein Aquarium setze. Es handelt sich hierbei nur um leblose Muschelschalen, denn normalerweise, wie vielleicht der Name Dinge aus dem Ozean vermuten lässt, sind diese Dinge aus dem Salzwassermeer und deswegen eher nicht geeignet, um sie im Süßwasser zu halten. Aber wir haben natürlich hier eine Auswahl von Muscheln und Schnecken, die hier sehr schön reinpassen vom Ambiente her. Ich hoffe nur, sie lösen sich nicht irgendwann wegen des Kalkgehaltes auf. Aber das wird sich dann ja zeigen. So wie noch diese Spiralschnecke hier. Die Dinger kann man unbedenken in den ins Aquarium setzen. Hochhoppala. Naja, das ist doch eine schöne Auswahl. Ich glaube, den Seestern lasse ich mal lieber draußen. Nicht, dass er wieder zum Leben erwacht. Oder es sich auflöst. Aber ja, so kann man sein Aquarium aufwerten. Dann würde ich sagen, entweder so oder so. Ja. Schauen wir uns jetzt mal an, wie die Beißkraft von diesem Krebs hier. Tja, das ist nicht lumpig. Stabil genug. Tja. Nein, ja. Tragisch. Also muss ich doch meinen Finger reinstecken. Ja, hilft ja nichts. Was soll ich alles tun für. Aber, ja. Ja. Krebsfreie Übungen. Ja. Naja, war aber gut, dass du nicht den Finger genommen hast, wahrscheinlich. Naja, so fest kann er mal nicht zuzwicken. Naja, der hat sich schon bis zur Mitte des Aquariums hochgezogen. Hochziehen lassen. Und jetzt wird er aggressiv. Oh, Krebs, lass den Scheiß was. Ja, doch, ich glaube. Ja, es scheint so, als wäre er eher. Na? Ja. Ja, jetzt. Ich hatte wohl eine Hälfte zu fressen. Guck, jetzt steht das jetzt zum Ende. Ja. Junger Krebs. Mit seinen komisch kleinen Händen. Ja, krieg das noch mal. Das ist der Probetisch. Aquarianer. Und wie wir hier sehen können, gibt es Algen, Algen, Algen über Algen. Algen, 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 Algen. Wenn wir in dieses Aquarium hier reinblicken, können wir auf jeden Fall erkennen, dass sich hier eine ziemliche Algenplage gebildet hat. Und diese Algen. Und dort unten sehen wir auch schon einen meiner Bewohner, meinen Papageien Plati, wovon ich hier einen ganzen Schwarm inzwischen habe. Aber Algen. Die Algen, wie sie beispielsweise hier entstehen, an der Scheibe. Aber das ist die letzte Testaufnahme. Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und bestimmt habt ihr euch schon gefragt, ob es vorangeht mit dem Aufräumen meiner Räumlichkeiten, wo ich dann später ein Ladengeschäft / Studio einrichten werde. Und wie ihr sehen könnt, bin ich hier noch frisch am Werk, also bleibt dran, denn es wird spannend, wenn wir uns ansehen, wie es jetzt hier am Ende aussehen wird. Dann wollen wir mal hoffen, dass es hier bald endlich wieder durchgehbar ist, wenn ich das hier dann alles entfernt habe.
unter die Seite gestellt. Ja, kriegen wir hin. Hier habe ich jetzt schon mal allen Müll beisammen, den ich dann noch natürlich entfernen werde mit meinem Liefervan, damit wir hier auch bald tatsächlich keinen Unrat mehr rumfliegen haben. Aber im Großen und Ganzen sieht es jetzt vielleicht schlimmer aus als beim ersten Mal, was auch daran liegt, dass ich den Kram zu der Linken hier jetzt mal etwas entschlackt habe. Also es bleibt weiter spannend. Ich würde sagen, hier sind wir doch schon mal einen guten Schritt weitergekommen. Im nächsten Schritt werde ich dann die gelben Kisten wieder ihrem Eigentümer übergeben. Und ich denke, dann haben wir hier auch schon bald ein sehr wohnliches Ambiente geschaffen. Also hoffe ich, ihr bleibt dran, wenn wir sehen, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht. Also Grüße gehen an dieser Stelle raus an all meine Aquarium-Fans, auch auf Facebook. Und damit würde ich mich verabschieden und hoffe, wir sehen uns bald auf meinem YouTube-Kanal wieder. Wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.